Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Wins and Fails. Ihr wundert euch jetzt vielleicht gerade über den Hintergrund. Das liegt daran, dass ich es nicht mehr rechtzeitig geschafft habe, mich einzuloggen und die Anmod jetzt nach dem Championat mache. Ich reite heute mit Dragon's Soul das Moorland-Championat. Jetzt kommen drei Championate mit ihm. Erst ein Cell Français und ich finde, er glänzt so wunderschön. Ich bin unterwegs mit 40 auf Reiten, 23 auf Pflege, 36 auf Befehl und 26 auf Springen. Und Dragon's Soul hat 25 Stärke, 22 Disziplin, 28 Geschwindigkeit, 17 Ausdauer und 26 Agilität. Ja, ihr Lieben, dann geht's jetzt los mit dem Championat und viel Spaß! So, auf geht es! Und mir fällt gerade auf, dass ich die Musik nicht ausgeschaltet habe. Naja, macht nichts. Soll ich eigentlich die Musik in den Championaten anlassen? Die originale Musik? Ich fand es jetzt eigentlich auch mal ganz cool, wenn ich sie im Rennen nicht anhab. Aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wow, hier direkt weiter getitscht. Dragon Soul geht hier an seine Grenzen. Mal sehen, wo sie liegen. Ich habe jetzt natürlich gerade nicht die schwarze Jeans an. Weil ich es einfach so leid war, immer die schwarze Jeans zu sehen. Und da seht ihr bei der Petra, wie viel das auf gerader Strecke ausmachen kann, wenn man eben die schwarze Jeans trägt. Weil die hat ja doch nochmal einen Punkt auf Reiten mehr. Aber hier auch generell, das Quarter- bzw. Paint-Modell zieht einfach dieses Modell hier, das Standardmodell, was ich reite, ziehen sie einfach so oder so ab. Die drei hier reiten das allesamt und nicht jede von denen hatte jetzt die schwarze Jeans gerade eben an. Gut, klar, natürlich reiten sie manche Linien auch besser als ich. Wow, was leckt das denn hier gerade so? Aber die Petra da vorne, die geht richtig hammer ab. Nein! Oh Gott! Das hat mich jetzt, dieses kleine Hängenbleiben, hat mich jetzt echt die Schleife noch gekostet. Nein! Wie ärgerlich! Aber so ein schönes Championat. Ärgerlich. Das hat mich dann echt noch die Schleife gekostet. No! Jo, ne? Ein Satz mit X, das war wohl nix. Schade, aber trotzdem echt gut. Wer war dabei? Margaret Kingdaughter, Sheila West Valley, Hayden Kingrock, Lucy Green Sister, Natalie Northstorm, Anja Firepaw, Cora Dolphin Tiger. Oh, Fabi war auch dabei auf Platz 9 hier. Annabelle Kingberg, Christina Icehunter, Jana Lightmountain, Liplap war auch dabei, Nora Kendelson, dann reihe ich mich ein auf Platz 4 und ganz besonders herzliche Glückwünsche an die drei Platzierten. Auf Platz 3 die Albertina Zebrafoot, auf Platz 2 die Chantal Undernight und auf Platz 1 die Petra Sweetnose. Wie immer richtig gut geritten, richtig flott unterwegs gewesen. Herzlichen Glückwunsch und dann geht's morgen direkt weiter mit der nächsten Folge Wins and Fails.